geht's euch beiden? Gut. Auch, auch, eigentlich auch, ja. Bitte. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Zeit als Kommissionspräsident, was haben Sie wichtig und was haben Sie falsch gemacht? Ich habe einige Fehler gemacht, weil ich, der ich gut zuhören kann, nicht alles gehört habe. Manchmal auch nicht hören wollte. Aber es hat viel Erfolg gegeben, auch Niederlagen, das ist zu nehmen. In welchen Bereichen Erfolge? Der Juncker-Plan ist ein Erfolg. Alles, was wir in Sachen Reform der Wirtschafts- und Währungsunion gemacht haben, ist ein Erfolg, aber der geht nicht weit genug. Derartige Dinge. Was bedauern Sie? Ich bedauere nicht, dass ich meinen Amt aufgeben darf. Ich bin erleichtert, aber nicht froh, umzugehen. Okay. Ja, eine letzte Frage, einen guten Rat an Ihre Nachfolgerin? Mache ich nicht. Sie ist eingedeckt mit guten Ratschlägen von mir. Aber öffentlich vorgetragene Ratschläge sind mehr Schläge als Rat. War das jetzt Ihr letzter Gipfel? Ja, das war der 148. den ich bestritten habe. Das reicht. Beeindruckt, dass ich 140 Conseil bestritten habe, Conseil Européen, 450 Sitzungen von den respektiven Ministerräten, dass das schon impressionant, wenn ich in die Zeit zurückdenke. Sie sind erleichtert, dass ich aufhalten kann, aber sie sind nicht froh, für zu gehen. Was hat eigentlich an Europa gerne über all die Jahre? Was hält er dort zurück? Die Atmosphäre hat geändert. Wie ich angefangen habe, haben wir 10 Mamba-Staaten. Dann 12, dann 15, dann 25, 27. Das war früher mehr ein Club-Atmosphäre. Jitfrieden, Wurst über Jitfrieden, alles. Haut, Fisch, Käten, etwas über den Namen. Merci. Okay, ciao. Merci, Jukka.